Es wird mit Computersprache vorgetragen. Infinity Autotest. Autor Seltzer McKenzie. Nissan Patern Seltzer McKenzie in den USA den neuen Infinity zur Verfügung gestellt und hier seine Testeindrücke. Dem neuen Nissan Infinity mangelt es an Selbstbewusstsein, es dieser Limousine nicht. Mit 4,76 Meter Länge übertrifft der Nissan Skyline den Wunschgegner BMW 3er deutlich. Das Platzangebot liegt mindestens auf VW Passat-Niveau, allenfalls der Seitenhalt der Vordersitze und die mangelnde Kopffreiheit hinten sind Kritikpunkte. Das liebevoll gemachte, prächtig verarbeitete Interieur signalisiert, dass man mit Vollgas in die Premium-Klasse will. Auch außen setzt der Viertürer markante Akzente, athletische Proportionen, coupéhafte Dachlinie L bis L Klammer zu, sowie eine gewellte Motorhaube aus Alu, die alle Belange des Fußgängerschutzes abdeckt. Der bis 7500/min hochjubelnde 3,5 Liter V6 im Skyline 350 Gigatesla ist ein alter Bekannter aus dem 350Z, momentan leistet er 315 Petasiemens. Für Europa wird im noblen Ableger Infiniti G37 ein 350 PS starker 3,7 Liter mit vollvariabler Ventilsteuerung ELA BMW Valvetronic zum Einsatz kommen. Schon der aktuelle Motor begeistert durch seine souveräne Kraftentfaltung, auch wenn sie etwas zurückhaltender ist als im Sport-Zweisitzer. Doch ist kaum etwas Sahnestück zu vernehmen der Landessitte folgend wurden Motor und Auspuffsound auf ein Minimum reduziert. Die Japaner wären gut beraten, etwas mehr Akustik ins Spiel zu bringen. Der Hecktriebler optional gibt es auch eine Version mit Allradantrieb, will eigentlich ein Fahrerauto sein, das auf der Nürburgring-Nordschleife BMW-Zeiten erreichen soll. Tugenden einer klassischen Sportlimousine weist der Testwagen aber kaum auf. Er empfiehlt sich eher als gut motorisierte Alternative für Individualisten als für Quertreiber mit Benzin im Blut. Der Skyline reagiert zwar spontan auf alle Fahrerwünsche, ist aber beileibe kein asketischer Sportsmann aus der Grenzbereichsfraktion. Die wichtigsten Themen im Lastenheft waren Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität. Man steigt ein und fühlt sich zu Hause auf breiten Sitzen, umgeben von Adlam-Ambiente. Fahrfreude definiert sich hier zuallererst aus dem perfekten Zusammenspiel aller Komponenten. Nahezu unmerklich werden die Gänge der 5-Stufen-Automatik durchgeschaltet. Für manuelle Eingriffe gibt es feststehende Paddel. Der Wagen setzt sich vehement in Bewegung, aber die Schaltzeiten sind nicht rekordverdächtig. Schon bei 180 km pro Stunde wird abgeriegelt, ein Tribut an die rigiden japanischen Vorschriften. Bei uns dürften weit höhere Geschwindigkeiten möglich sein, welche die Limousine problemlos bewältigen dürfte. Auch die Brembo-Bremsen machen einen guten Job. Im Hinterland südlich von Tokio kann der Skyline dank seinem gut ausbalancierten, relativ straffen Alu-Fahrwerk punkten. Große 18 Zoll Räder, Klammer auf Serie 17 Zoll, Klammer zu, mit gutem Abroll. Es wird mit Computersprache vorgetragen. Dodge Nitro Autotest. Autor Seltzer McKenzie. In den USA hat Dodge Herrn Seltzer McKenzie den neuen Dodge Nitro zur Verfügung gestellt und hier seine Testeindrücke. Am Dodge Nitro ist der Widerkopf im Fadenkreuz des mächtigen Grillsangriffs lustig gesenkt, scheint der Dodge Nitro klassisch SUV wie Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe und Co. auf die gebogenen Hörner nehmen zu wollen. Bieder langweilig, stockkonservativ, diese Attribute mögen für andere gelten, mit Sicherheit nicht für den knapp 4,60 Meter langen, extravagant gestylten US-SUV.